Guten Abend, Dresden! Yeah. Also jetzt komme ich extra aus Mannheim hierher gefahren oder geflogen quasi. Das geht doch besser, oder? Okay, gekauft. Genau, schön, dass ich heute Abend da sein darf. Ich erzähle euch in den nächsten 45 Minuten etwa was zu Disco. Der Name ist Programm. Ob ich tanzen werde, weiß ich noch nicht. Das finden wir dann zusammen irgendwie raus. Das war ein bisschen der Nachteil, wenn man Library ungeschickt nennt, aber das ist ein anderes Thema. Genau, ein, zwei Sätze zu meiner Person. Hi, ich bin Stefan. Wenn ich nicht auf der kleinen Bühne stehe wie heute Abend, dann stehe ich normalerweise auf den großen Bühnen dieser Welt, so wie Las Vegas und so, und mache genau das, was ich heute Abend mache. Von daher finde ich es eigentlich ganz cool, mal so einen kleinen Kreis mit euch zusammenzukommen und zu interagieren, ist noch ein bisschen persönlicher. Wenn ich auch das nicht mache, dann habe ich noch ein bisschen Zeit und leite meine eigene Firma, BitExpert. Wir kommen aus Mannheim. Wir sind ein Technologieunternehmen, kann man sagen. Wir machen Web- und mobile Entwicklung für unsere Kunden, Projektarbeit, bisschen Produktentwicklung ebenfalls. Meine aktuelle Rolle nennt sich Head of Technology. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, Technologiewissen in die Firma reinzubekommen, helfe unseren Teams eben, wenn sie technische Probleme haben. Und bin zum Zweiten eben dafür verantwortlich, den Wissensaustausch und die Wissensgewinnung quasi zu fördern mit Workshops, Tutorials. Ich organisiere und veranstalte unsere interne Entwicklerkonferenz, die einmal im Jahr passiert. Es gibt auch die öffentliche Variante, das ist die UnConf. Die wird auch in diesem Jahr stattfinden, am 28.10. Also wer zufällig in der Gegend sein sollte, gerne vorbeikommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und da ich immer noch ein bisschen Zeit habe, organisiere ich zwei PHP User Groups, einmal die PHP User Group in Frankfurt. Wir treffen uns das nächste Mal am Donnerstag, also wer in der Gegend ist und Zeit hat, gerne vorbeikommen. Und das zweite ist die PHP User Group in Mannheim, Metropolregion Rhein-Neckar. Typisch deutscher Name. Genau. Also wer mal vorbeikommen will, wer einen Vortrag halten will, gerne mich ansprechen. Wir suchen immer nach Speakern und versuchen natürlich auch sowas wie Übernachtung so möglich zu machen, wenn es irgendwie geht. Das ist keine Ansprache. Genau. Das war's zu mir. Reden wir über Disco. Warum überhaupt Disco? Also mal abgesehen davon, dass der Name ziemlich cool ist. Die Idee war zu sagen, wenn wir eine Library Open Source stellen, dann braucht die halt einen coolen Namen. Also selbst wenn die Library halt nicht greift, soll sich halt jeder an den Namen erinnern. So hat man halt irgendwas davon. Eigentlich die Idee hinter Disco ist DI Container. Macht Sinn, ne? Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen DI Service Container. Aber da ich dieses Service-Wort irgendwie in den letzten Jahren hasse oder zu hassen gelernt habe, ist es für mich der DI-Container. Genau, was ist Disco? Der Wiki sagt, es ist ein PSR11-kompatibler, annotationsbasierter DI-Container. Jemand verstanden, was es geht? Okay, fangen wir mal ganz vorne an. PSR11. Oder wie es früher hieß, Container Interop. Wer von euch kennt die Framework Interoperability Group? Ein paar. Okay, gut. Für die, die es nicht kennen, das ist eine Zusammenkunft ehemals von Frameworks, mittlerweile eben von verschiedenen Bibliotheken, die sich halt zum Thema gemacht haben, Standards zu entwickeln, Standards in Anführungszeichen, wie eben unsere Frameworks, Libraries, wie auch immer, funktionieren sollten, um eben diese Interoperabilität, Kompatibilität eben zu fördern. Gibt es auch Dinge eben wie PSR 0 oder PSR 4, das kennt ihr alle, den Autoloader, oder PSR 1, PSR 2, eben die Coding-Standards. Und dann gibt es noch einen Haufen mehr. PSR 3, das ist der Logger. Es gibt PSR 8, das ist das Huggable-Interface. Frag nicht. Und dann gibt es eben seit neuestem, seit 14. Februar PSR 11. Das ist der Standard, wie so ein DI-Container aussehen sollte oder funktionieren sollte. Mal so ein paar Schritte zurück. Wir selbst bei BitExpert, wir machen dieses DI-Gedöns schon recht lange. Also wir haben 2005 angefangen, unseren ersten DI-Container zu bauen in PHP. Das heißt, wir und 1 und 1 sind eigentlich die ersten im PHP-Universum, die das gemacht haben. Ich weiß nicht, wer schneller war, aber das sind so die zwei Pole. Wir haben uns so ein bisschen mehr an diese Spring-Geschichte orientiert, Spring-Framework. Die 1 und 1 Jungs waren ja diese Google-Juice-Geschichte. Aber das war's. Und 2010 habe ich angefangen, erstmals auf Konferenzen zu sprechen, über Dependency Injection unter anderem, aber gemerkt, da ist total der Need da. Und es war ja auch so die Zeit, wo eben diese
Version 2 Frameworks alle rauskamen oder in der Mache waren, Zen Symphony, wo ja dann auch das Thema DI ganz, ganz groß war. Und ich habe halt mir angeschaut, was da so passiert, aber gemerkt, jedes Framework macht eben so seinen eigenen Kram, so jeder DI-Container funktioniert irgendwie anders, ich kann den nicht austauschen, das ist irgendwie doof. Und vor allem, ich kann die nicht auf die gleiche Weise konfigurieren. Ich muss immer genau wissen, wie funktioniert es bei Zen, wie funktioniert es bei Symfony, wie macht es Laravel, wie macht es whatever. Irgendwie uncool. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, okay, gehen wir doch mal zu diesen Fick-Jungs, wenn die sich um Standardisieren kümmern, dann propose ich doch mal, wir brauchen einen Standard für die DI-Container. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass tatsächlich irgendwie alle von der Fick irgendwie einer Meinung waren. Mich die eine Meinung war, scheiße. Also so in etwa. Das war so der Konsens. Ich habe es auch nochmal versucht, irgendwie ein Dreivierteljahr später, irgendwie ähnliches Resultat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann halt nicht. Wenn es irgendwie wichtiger ist, Logger zu standardisieren oder irgendwie ein Caching-Interface, okay, dann haben wir ganz andere Probleme in der PHP-Welt. Macht erst mal und guckt, was passiert. Und 2013, Ende 2013, kamen eben zwei Jungs, zwei Franzosen, Mathieu Napoli und David Negri, auf die Idee, eben dieses Container-Interop-Projekt oder diese GitHub-Organisation zu gründen mit der Idee, wir brauchen so einen DI-Standard, wir wissen aber gar nicht genau, was wir brauchen, wir haben aber mal so eine Spielwiese, wo wir ein bisschen experimentieren können, Meinungen austauschen können und gucken, was passiert. Dann auch versucht, die Jungs zu überzeugen, dass eben so ein DI-Standard, also so ein Interface quasi von so einem DI-Container eher doof ist. Wir brauchen ja eigentlich eher eine gemeinsame Konfiguration, weil was will ich machen? Ich will bei Composer irgendein Paket installieren und dann soll mein DI-Container eben die ganzen Klassen und Dependencies kennen und ich kann die einfach nutzen. Das war so meine große Vision. Auch da habe ich total versagt. Und wir sind dann doch erst dabei gelandet, eben diesen DI-Container, dieses Interface zu definieren. Und wurde auch relativ schnell gemacht. Zwei, drei Monate später war irgend so ein Ding fertig. Ein paar DI-Container haben es verwendet, aber es hat halt nie so wirklich großen Anklang gefunden. Und ich glaube, bekannter wurde es erst durch diese ganze Send-Expressive-Geschichte, weil Container-Interop eine Möglichkeit war, eben beliebige DI-Container in diese Send-Expressive, in dieses Micro-Framework irgendwie reinzunehmen. Genau, und Mitte letzten Jahres ist es dann passiert, dass die beiden Jungs gesagt haben, okay, dieser DI oder dieses Container-Interop-Projekt ist soweit fertig, wir haben es in Produktion, das verwenden viele, ist okay, wir proposen das jetzt eben als Standard, deswegen eben PSR 11. Und das hat eine ganze Weile gedauert und irgendwie im Februar 13., 14. war diese Voting-Phase vorbei von diesen Standards und seitdem ist das Ding offiziell PSR 11 und es gibt auch die ersten Frameworks und Libraries, die mittlerweile dann PSR 11 kompatibel sind, beziehungsweise PSR 11 Container quasi konsumieren können. Coole Sache. Was ich immer vergesse an der Stelle, wenn Fragen sind, einfach Fragen. Kein Ding. Ich labere euch sonst einfach zu. Genau. Also PSR 11 ist so ein Teil der Gleichung. Der zweite Teil der Gleichung ist halt die Idee, die ich ursprünglich hatte, das nennt sich jetzt Service Provider, auch wieder in dieser Container-Interop-Gruppe. Da geht es halt wirklich darum, wie kann ich eben zentralisiert eine Konfiguration anlegen in meinem Package und das wird dann entsprechend von meinem DI-Container in meine Applikation gezogen und ich kann mit den Klassen arbeiten. Ähnlich wie Container Interop, mal so eine Spielwiese, Ideenaustausch, gucken, was passiert und irgendwann wird das Ding halt dann auch mal wieder so ein PSR-Standard. Das ist so die große Vision. So, das ist Container Interop bzw. PSR 11 in Disco. Zweites Ding, Annotations. Viele von euch werden sich sagen, warum? Are you serious? Tatsächlich ist es so, ich finde es gut, dass du so spornig hast. Anyway. Genau, ich bin auch nicht unbedingt der größte Fan, was Annotations angeht, zumindest in PHP. Eigentlich aus einem Grund, PHP oder Annotations sind nicht Teil des PHP-Cores. Man braucht immer eine Userland-Library, um das entsprechend zu parsen. Theoretisch sind es auch keine Annotations, es ist einfach nur ein Docblock-Kommentar, wenn man es ganz genau nimmt. Von daher schwierig. Aber das, was wir jetzt in Disco machen, ich brauche halt irgendwie Möglichkeiten, Metadaten zu attachen zu meiner Disco-Konfiguration. Und da wir Klassen und Methoden verwenden, um das Ganze zu konfigurieren, waren halt Annotations so das einzig sinnvolle Mittel, um das irgendwie sinnvoll zu machen. Von daher, Augen zu und durch. Genau. Wir haben ein paar Annotations, 5 an der Zahl. @configuration, @bean, @parameters, @parameter. Postprozessor. An der Admin-Stelle steigen die meisten PHP-Entwickler aus.
oder hassen mich bis zum Tode. Es ist tatsächlich ein wenig orientiert an der Java-Welt und tatsächlich sehr stark orientiert an der Spring-Welt. Es ist da, wo wir herkommen. Und ich habe halt eine Möglichkeit gesucht, irgendwie die Dinge halt so zu benennen, dass man sie versteht, dass man auch danach googeln kann und das entsprechend findet. Ich hätte irgendwelche wildesten Namen nehmen können, die irgendwie mit Disco kollidieren oder funktionieren, aber da hätte keiner verstanden, was ist das überhaupt und was es da geht. Und wie gesagt, ich mag dieses Ad-Service überhaupt nicht, von daher war das schon mal definitiv außen vor. Das heißt aber auch, jeder, der sich mit Spring ein bisschen auskennt, der kommt da relativ schnell rein. Also es funktioniert recht ähnlich. Genau, Annotations. Natürlich die große Frage, was nehme ich als Bibliothek, weil selbst schreiben will man das einfach nicht. Ich habe ein bisschen recherchiert und war dann irgendwie relativ schnell auf dem Standpunkt, hey, ich nehme die Doctrine-Geschichte. Zum einen stark verbreitet. Es gibt für jede IDE irgendwie Plugins, das heißt, wenn ich Auto-Completion will, kriege ich das relativ schnell rein. Und der Hauptgrund, warum ich es dann genommen habe, ich kenne den Marco ganz gut, der bei Doctrine Co-Entwickler ist, kommt aus der gleichen Ecke und wir wissen das ganz so ein bisschen und wenn ich halt ein Problem habe, kann ich ihm sagen, okay, fix den Scheiß. Und dann macht das nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Okay, cool. Jetzt natürlich die Million-Dollar-Frage, wie so oft, warum überhaupt noch irgendein so ein VI-Container? Ich habe in den letzten Jahren einige Vorträge gehalten zum Thema DI, der letzten irgendwie vor 3-4 Jahren. Damals habe ich mal so ein bisschen rausgesucht auf Packages, wie viele DI-Packages gibt es überhaupt. Und ich kam zum Schluss, dass es waren um die 500 oder 700. Wobei man dazu sagen muss, die Suche bei Packages ist ein bisschen unscharf, also es war nicht alles dann wirklich DI-Container. Aber lassen Sie es mal so 200-300 sein. Warum wir jetzt der 301? Ganz einfach. Als weltbekannter Speaker darf ich mich selbst zitieren, was ich hiermit tue. Ich glaube tatsächlich, wir haben ein Problem in PHP, was dieses ganze DI-Thema angeht. Wir haben verschiedene Ideen, die funktionieren mehr oder weniger und ich glaube halt, wir müssten eine ganz andere Richtung einschlagen und die Idee war einfach zu zeigen, wir können es auch anders und es geht theoretisch auch cooler. Und das will ich entsprechend zeigen. Und der zweite große Grund ist eigentlich das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt eine awesome PHP-Liste, GitHub-Repo, wo einfach die coolsten, hipsten, fancysten PHP-Projekte vertreten sind. Ich hatte da irgendwie im November irgendwo so ein PR gestellt, um den Discord einzufügen und irgendwie vor einer Woche oder vor ein paar Tagen wurde es endlich gemerged, nach langem Hin und Her. Von daher, Disco ist ein awesome PHP-Projekt. Genau, Icehawk fehlt noch. Wir müssen auch noch mal arbeiten. Ja. Proof auch, oder? Nee, Proof ist... Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht. Ich bin da schon drin. Okay. Was ist denn eigentlich das Problem? Welche Probleme sehe ich denn in der PHP-Welt? Ben Marx, der Community Evangelist von Magento, der war irgendwie letzten Herbst auf irgendeinem Event in den Niederlanden. Da war auch Raphael Doms. Und das hat der Raphael gesagt. Der Raphael sagt, XML ist das Beste für die iPod. Und vor gefühlten 5 Jahren hätte ich gesagt, der Raphael hat total recht. Weil wir hatten damals unseren ersten DI-Container, also den wir 2005 gebaut haben, der basierte auch eben entsprechend auf dem Spring-Framework und auf den XML-Geschichten. Und ich war auch lange Zeit der Meinung, XML ist so das Ultra-Ding überhaupt für so DI-Geschichten. Als dann die Spring-Jungs irgendwie abgewandert sind zum Java-Code, dachte ich, die sind total dämlich. Wieso schmeißen die dieses coole XML-Zeug weg? Warum gehen sie zu Java-Code über? Ich habe lange Zeit nicht verstanden, mittlerweile verstehe ich es. Und deswegen, das ist totaler Bullshit. Auch wenn ich den Raphael total mag, aber in dem Fall hat er total keine Ahnung. Und ich beweise es euch. Genau. Das ist so eine typische Symfony-Konfiguration. Habe ich einfach mal aus dem Manual rausgegeben. Soll auch jetzt nicht Symfony dissen, also ist nur ein Beispiel. Wer es nicht kennt, also ich habe hier so eine Container-Konfiguration, die sind meine Services, die ich definiere, zum Beispiel hier so eine Dependency, My Dependency und hier diesen Manager, My Manager, und wir rufen hier eine Methode Set Dependency und injecten quasi die Dependency unten rein. Ganz gut. Fangen wir mit den Positiven an. Es ist XML, das heißt, wir haben XML-Schema. Das heißt, ich kriege, also wenn ich einen guten Editor verwende, dann kriege ich Auto-Completion für die XML-Elemente, für die Attribute. Ich weiß auch, welche Elemente welche Parent-Elemente, welche Kind-Elemente haben dürfen, beziehungsweise wenn da irgendwas nicht passt, dann wird mir das mein Editor anzeigen. Awesome. Dummerweise weiß das Ding halt gar nichts von unserem Code.
Das heißt, wenn ich kein entsprechendes Plugin verwende von beliebigen Frameworks, bekomme ich hier kein Auto-Completion. Ich bekomme hier kein Auto-Completion. Wenn ich auf die wilde Idee komme und sage, hey, ich benenne my dependency um im Code, dann klappt das über das PHP-Storm Refactoring problemlos an allen Stellen. Aber da nicht, ne? Weil das ist Text, davon weiß PHP-Storm nichts. Das ist doof. Was genauso doof ist, ist, ich habe hier keine Typenprüfung. Ne? Also ich kann jetzt Set Dependency aufrufen jetzt mal in Anführungszeichen, und kann hier irgendwas reinpacken. Also ich kann jetzt hier auch auf den Manager verweisen. Das XML ist erstmal valide. Wann merke ich, wann der Fehler passiert? Ich muss die Applikation neu laden. Das ist halt irgendwie zu spät. Also zumindest für mich zu spät. Ich will halt schon, wenn ich den Code schreibe, sehen, mache ich irgendwie einen Fehler, passt das irgendwie nicht. Das ist syntaktisch korrekt. Kriege ich jetzt mit dem XML-Ansatz eben nicht so hin. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist Symfony. Im Symfony-Container muss ich nicht nur XML, oder kann ich nicht nur XML schreiben, ich kann auch PHP-Code schreiben. Dann sieht es zum Beispiel ähnlich so aus. Hat der Ralf eben auch schon gezeigt. Ich habe hier meine Container-Instanz, da registriere ich hier die MyDependency-Class als Dependency und registriere den Manager und dann habe ich hier so ein Add-Method-Call, Set-Dependency und dann übergebe ich so eine Referenz. Referenz in Anführungszeichen, weil was ich übergebe, ist ein Referenzobjekt und ich depende hier auf den String. Ne? Also ich sage hier, injecte mir den String-Dependency, der quasi dem entspricht. Auch hier sehe ich wieder nicht, passt es hier von den Typen. Ich muss quasi wieder den die allerdings compilen, ich muss die Applikation neu starten oder neu laden und dann sehe ich erst, ob es knallt oder nicht. Das ist irgendwie doof. Und all den Code brauche ich eigentlich nur, also es waren jetzt irgendwie 6 Zeilen ERP-Code, um sowas hier auszudrücken. Irgendwie 2 Zeilen. Da muss man sich halt fragen, okay, wir müssen ja wirklich so viel Code schreiben, um sowas auszudrücken, dann geht doch irgendwas schief in unserer Gesellschaft. Also, ihr wisst, was ich meine. Oder sehe ich das anders? Ja, unentschlossen, alles klar. Wir sagen mal nein. Ihr seid mal komplett bei mir. Genau. Warum? Genau, und um das Pimple-Beispiel aufzugreifen von Ralf, genau, die Pimple-Variante ähnlich. Problem hier auch wieder, gleiches Spiel. Ich habe hier jetzt diese Database, dieses Datenbankobjekt definiert. Ich greife hier quasi auf diesen String zu, Database, aber ich kenne halt auch den Typ nicht. Das heißt, ich kann hier oben auch irgendwie ein PDO, was ist das, PDO, whatever, oder ein Date-Timing zurückliefern. Ob es knallt, weiß ich dann erst, wenn ich hier diese Instanz für diesen Product-Service erzeuge. Und das ist halt für mich irgendwie auch irgendwie zu spät. Also ich will eigentlich diese Typenprüfung halt wirklich so früh wie möglich haben. Ich will so früh wie möglich sehen, wenn irgendwas schief läuft. Macht das Sinn, was ich erzähle? Okay, cool. muss mal kurz fragen. Genau, und da kommt eben Disco. Disco, PHP Package. Muss ich eigentlich näher an das Mikro ran? Hallo. Ein PHP-Package, ich kann es über Composer installieren, mit Express/Disco, und dann habe ich das, dann brauche ich ein bisschen Glue-Code. Ich instanziere die Annotation Bean Factory und registriere das Ganze in der Registry. Das ist immer der Punkt, wo dann ein Riesenaufschrei wieder im Publikum passiert, Achtung, eine Registry, Hilfe, Hilfe. Problem ist, es geht nicht anders. Ich brauche die Registry, weil ich die Bean Factory an verschiedensten Stellen brauche, wo ich quasi keine direkte Referenz habe und es ist kompliziert. Und bisher war es die einfachste Lösung, das zu lösen. Genau. Und ich übergebe hier quasi so eine Config-Klasse, komme ich gleich zu. Und da habe ich genau 2 Methoden, die ich rufen kann, nämlich einfach Bean Factory Get und Bean Factory Has. Und das sind quasi die 2 Methoden, die in diesem Container interop/psr11 Standard definiert sind. Der Unterschied zwischen get und has ist relativ einfach. Has wird immer einen Bootschen Wert zurückliefern, also true, wenn es möglich ist, so einen Product Service zu erzeugen, false, wenn es eben nicht möglich ist. Und bei der Get-Variante kann es halt sein, dass irgendwie noch munter Exceptions fliegen. Das ist so im Groben der Unterschied. Genau, dann habe ich gesagt, wir brauchen so eine Config-Klasse. Die Config-Klasse sieht relativ trivial aus. Also ich kann sie benennen, wie ich lustig bin. Ich muss nur Sorge tragen, dass quasi so ein Add-Configuration-Annotation an der Klasse sitzt. Also das checkt Disco auch dann aktiv, nicht, dass ich dann irgendeine beliebigste Klasse injecte. Einfach, um das zu vermeiden. Und dann definiere ich meine ganzen Services eben als Methoden und muss diese damit so eine Add-Annotation annotieren. Disco in der aktuellsten Form ist PHP 7 aufwärts kompatibel. Das heißt, ich kann hier Return-Types benutzen.
beziehungsweise muss sie auch angeben. In älteren Versionen, die noch auf PHP 5.6 liefen, braucht man also eine Add-Return-Annotation. Das ist deutlich cooler mit PHP 7, weil diese Add-Return-Geschichte, die hat durchaus ein Problem gehabt, wenn ich Traits verwende und die Traits dann aus anderen Namespaces kommen und dann konnte man teilweise eben die Klassenreferenzen nicht wirklich auflösen. Das ist durch PHP 7 und die Return-Tabelle ist deutlich einfacher. Genau, dann habe ich hier einfach meinen Code. Ich erzeuge meine Datenbankinstanz, injecte die in den Product Service und returne zwei Zeilen Code. Coole Sache. Was ich natürlich machen kann, ist, ich kann die Datenbankinstanz auch rausziehen in eine eigene BI, die entsprechend definieren und dann einfach über this database die Instanz holen. Gibt hier einen Unterschied zwischen protected und public? Das zeige ich gleich. Der Unterschied ist nämlich der, wenn ich versuche, die Database BI zu holen, die eben protected ist, dann bekomme ich einen false. Und get würde mir eben eine not found exception liefern. Und wenn ich versuche, eben den Product Service abzurufen, der public ist, dann bekomme ich die Instanz bzw. die Infrastruktur zurück. Also alle Beans, die protected als Visibility haben, die sind quasi nur intern verwendbar. Macht halt total Sinn für so eine Datenbank-Connection, weil ich will nicht, dass jeder Hansel irgendwo im Tod irgendwie die Datenbank holen kann und dann mal so munter überall so ein Rollback irgendwie an den unterschiedlichen Stellen macht. Das ist vielleicht, also so kann man dann die Dependencies ein bisschen protecten. Frage? Ja. Du hast ja jetzt auch wieder diese Strings drin, die, so wie ich das verstanden habe, eins zu eins auf den Methodennamen dann mappen, ne? Zum Beispiel der Product Service. Richtig, genau. Also diese Strings, die entsprechen quasi dem Methodennamen. Genau. Okay. Das heißt aber auch, dass du das Typisierungsproblem an der Stelle nicht wirklich gelöst bekommst. Ja, genau. Also das ist durchaus ein Problem, was auch viele sehen und sagen, das ist natürlich auch korrekt. Ich habe das Typisierungsproblem quasi in der Config gelöst. Hier kriege ich es natürlich nicht gelöst. Das geht halt einfach nicht. Ist an der Stelle, glaube ich, aber auch nicht so das Problem, weil deine Applikation interagiert nur an sehr wenigen Stellen eigentlich mit dem DI-Container, oder sollte es. Streng genommen nur an drei Stellen. Das eine ist die Index.php, wo du die Application oder die Middleware oder was auch immer rausziehst. Die zweite Stelle ist quasi die Stelle, wo du deinen Controller oder deine Action quasi aus dem Container holst. Und die dritte Stelle ist quasi, wo du das View oder das Template oder die Response oder was auch immer aus deinem Dings holst. Das sind drei Stellen. Scheiß die Wand an, da geht's halt nicht anders. Kann ich den Namen eigentlich auch ändern? Also zum Beispiel die Class Annotation nehmen für Database. Geht das mit dem App, dass ich da noch einen Namen angeben kann, der anders heißt als die Funktion? Wir können Aliase definieren, ja, da komme ich gleich drauf. Okay. Ja, hat sich als sehr nützlich erwiesen. Ja. Komme ich gleich drauf. Genau, das war die Geschichte. Genau. Dann kann man natürlich nochmal sowas bauen, ich nenne es jetzt mal Factory Beans in Anführungszeichen. Ich kann hier quasi beliebige Methoden rufen, jetzt hier Product Service Factory, kann da meine Dependencies injecten, also in dem Fall unterscheidet sich einfach nur die Datenbankinstanz. Und diese Product Service Factory ist einfach nur eine private Hilfsmethode, die dann halt irgendwas macht. Also so kann ich halt die Duplikation von Konfigurationscode vermeiden. Also manchmal hat man ja viele Objekte, die relativ ähnlich gebaut sind, dann will ich halt nicht 20 Mal den gleichen Konfigurationsblock kopieren, dann kann ich mir so eine Hilfsfunktion bauen. Um da den ganzen Quatsch dann entsprechend abhandeln. Die muss man auch nicht annotieren, die existiert halt einfach in diesem kleinen Ökosystem des Discord-Containers. Und keiner braucht sich drum kümmern. Jetzt haben wir gesehen, ich gehe nochmal ein Slide zurück. Vielleicht ein bisschen ungünstig, dass hier so die MySQL-Zugangsdaten so fett in der Konfiguration drin stehen. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade so unbedingt so optimal. Deswegen brauchen wir irgendeine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe halt irgendwie eine Konfiguration und will da halt die Daten auslesen. Und genau da kommen diese Add Parameters und Add Parameter Annotations ins Spiel. Ich definiere die hier einfach. Der Parameter hat einen Namen, in dem Fall eben d.dsn. Und dann wird der Wert aus der Config ausgelesen und quasi in den Methodennamen, also beziehungsweise in die Methode injected. Also quasi anhand der Reihenfolge entsprechende Methodenparameter. Alles, was ich dazu brauche, ist einfach nur ein Array. Kann beliebig verschachtelt sein. Und das übergebe ich dann als zweiten Parameter an die Annotation. Ihr könnt prinzipiell alles übergeben, was irgendwie Array Access implementiert, also irgendwelche wilden Whatever-Objekte, das ist kein Thema, muss halt irgendwie Array Access implementieren. Wir haben absichtlich es vermieden, quasi Adapter für die unterschiedlichsten Konfigurationsgeschichten zu schreiben, weil es halt so viele gibt und ich eigentlich ja quasi das DI-Problem lösen will und nicht das Konfigurationsproblem. Von daher war die Idee zu sagen, okay, ganz einfach, ganz basic, einfach ein Array und mach was draus. Genau. Was man noch machen kann, ist,
Man kann ein Default Value übergeben. Das heißt, normalerweise, wenn entsprechend dieser DB-DSN-Eintrag nicht existiert wird, also wir machen auch diesen Lookup, also DB ist quasi dann, oder beziehungsweise DSN ist ein Modell in dem Array. Wenn das irgendwie nicht abrufbar ist, dann würde eine Exception fliegen. Kann ich vermeiden, indem ich eben diesen Default-Wert übergebe und dann entsprechend reagiere. Mir wurde vor irgendwie vor zwei Meetups gesagt, das ist ja total doof, dass du hier den Default-Wert übergibst, du kannst ihn auch hier reinschreiben, stimmt natürlich. Muss man erstmal drauf kommen. Von daher. In den Parameters einfach das Array, was du erwartest, reinschreiben mit dem Default-Wert. Sag's nochmal. Du könntest auch in das Add-Parameters einfach das Array so reinschreiben, wie du es erwartest, und da die Default-Werte schieben. Okay, das geht natürlich auch, ja. Stimmt. Passt ja eine Annotation. Das wäre natürlich auch eine Idee gewesen, ja. Ja, Klugscheiße. Baut das erstmal selbst. Genau, also vielleicht ändere ich das nochmal, dass man die Default-Geschichte hier nicht braucht, dann kann man das so direkt reinschreiben. Genau, und dann kann ich entsprechend wieder in den Product-Service einfach das Database rufen. Ich muss keine Parameter angeben. Der Gag oder der Workaround an der Stelle ist quasi, also normalerweise, wenn ich es so machen würde, würde mir jetzt mit PHP-Storm sagen, Achtung, hier fehlen Parameter. Deswegen quasi in der Geschichte immer der Default-Parameter mit einem Leerstring oder mit einem Null oder was auch immer. Weil ich wieder eine Konfiguration, die irgendwo valide erscheint. Beim letzten Meetup in Köln hat tatsächlich einer gefragt, was ist denn da jetzt los, wie kannst du das überhaupt machen? Denn, ne? Wir generieren dann noch so ein bisschen Meta-Magic-Code außenrum, der genau das ermöglicht. Kann ich euch nachher auch mal zeigen, wie das dann im realen Leben aussieht. Wer Arrays irgendwie total doof findet, vielleicht das hier als Alternative, .env. Das man kennt. Kennt jemand .env? Okay. Findet ihr mal cool? Mache ich mal ein paar. Genau, es gibt einen Haufen dieser .env Libraries. Ich mache die hier von Vance Lucas ganz gern, weil ich den Vance Lucas kenne. Okay, das war vielleicht nicht das beste Kompliment. Egal. Die Idee ist einfach nur, ich habe irgendwo in meinem Project Root quasi eine .env-Datei, die auf jedem System dann entsprechend anders ist und aus Key das gleich Value-Kombination besteht. Und ich kann eben dieses .env initialisieren, kann die Konfiguration laden und dann wird die unter anderem in .env in der Superglobe gespeichert, die injecte ich einfach und dann kann ich drauf zugreifen. Relativ einfach. Genau. So, jetzt haben wir noch ein paar Steuerungsflags. Ein paar Flags, die Laufzeit oder die Lebenszeit oder den Zyklus von so einer Bean definieren. Eines dieser Flags ist eben Single. Der Default-Wert ist True, deswegen braucht man es nicht angeben. Wenn ich Singleton auf True setze und dann versuche, eben zwei Instanzen zu holen, dann bekomme ich halt immer die gleiche Instanz zurück, logischerweise. Okay. Ich kann es auch fortsetzen und dann dreimal raten, was passiert. Wenn ich zwei Instanzen hole, kriege ich dann unterschiedliche Instanzen. Genau. Aus aktuellem Anlass, kurzer Rant. Immer mal wieder in dieser Container-Interop-Diskussion, das ist auch bei PSR11, kam immer die Frage auf oder der Anspruch auf, wir müssen definieren, wenn wir get aufrufen, diese get-Methode, dass da Singletons zurückkommen. Weil wenn mein Code das nicht weiß und quasi ein Nicht-Singleton erwartet und Singleton zurückkommt, dann ist irgendwie hier Polen offen. Um ehrlich zu sein, das ist totaler Bullshit. Also die Idee ist ja nicht schlecht, aber um ehrlich zu sein, wenn mein Code per se einen Singleton erwartet und nur mit Singles umgehen kann und ich kriege ein Prototype injected, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Also man sollte vielleicht für den Fall nicht unbedingt den DI-Container verantwortlich machen. In meinen ganzen 13 Jahren, wo wir jetzt das ganze DI-Zeugs machen, habe ich noch nie ein Problem gehabt mit Singletons versus Non-Singletons. Also die Diskussion ist totaler Bullshit. Meine persönliche Meinung. Cool. Zurück on topic. Nächstes Flag, was wir haben, um die Objektlaufzeit zu beeinflussen, ist lazy. Der Standardfall ist lazy false. Das heißt, in dem Fall, wenn ich den Product Service erwarte und den Product Service abrufe, dann kriege ich auch eben diesen Product Service zurück. Genau die Instanz, um die es dreht. Setze ich lazy auf true, versuche nochmal diesen Product Service abzurufen, dann bekomme ich hier so Proxy Manager, Generated Proxy, underscore PM, Product Service und dann eben so eine MD5-Flash-Glücks. Das ist der Proxy Manager auch vom Marco.
Sage ich gleich was dazu. Genau. Warum braucht man überhaupt dieses ganze Lazy-Gedöns? Das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen unseren eigenen DI-Container neu schreiben, weil der konnte das jahrelang nicht. Und es wäre jetzt nicht ganz einfach gewesen, den ganzen Kram da irgendwie reinzubekommen. Nummer eins, es gibt Dependencies, die sind halt relativ teuer in der Erzeugung. Dependencies, die vielleicht ein bisschen unglücklich programmiert sind. Das ist wirklich die beste Beschreibung. Da landen Spezialisten. Genau, was meine ich damit? Dependencies, die vielleicht im Konstruktor schon mal direkt irgendwie einen Webservice-Call machen, aus irgendwelchen ungewissen Gründen. Das ist halt irgendwie uncool, ne? Wenn ich dann irgendwie ein paar Dependencies instanziere in meiner Applikation, dann könnte es ein bisschen dauern, bis die Response kommt. Oder ich habe zirkuläre Abhängigkeiten. Kommt nicht oft vor, aber manchmal hat man den Fall, A braucht B, B braucht A. Dummerweise eben bei dem Konstruktor, geht halt per se schon mal gar nicht. Kann ich natürlich ändern, dass quasi das A eben eine Setter-Injection macht und B eben Konstruktor-Injection, dann kann ich es entsprechend verdrahten. Oder ich baue mir halt so eine Art von Proxy, den habe ich halt dazwischen und dann kann ich es auch checken. Sollte nicht oft vorkommen, sollte man auch tunlichst vermeiden, aber es gibt ab und an mal den Use Case, wo das passiert. Und dann gibt es was wir Session-Aware-Beans nennen. Also Beans, die quasi in die Session persistiert werden und deren Dependencies natürlich beim Neuladen der Seite halt nochmal aus dem DI-Container gezogen werden sollen, weil ich sonst eben duplikate Objekte habe. Also das war tatsächlich ein Problem in unserem eigenen Framework, was wir irgendwie vor 15 Jahren gemacht haben, was auch tatsächlich sehr lange gedauert hat, bis wir herausgefunden haben, wo das Problem liegt. Wir hatten Beans in der Session abgelegt und hatten da auch die Datenbankinstanz quasi dann drin, weil ich quasi ja alles geserialized hatte und hatte dann im Endeffekt quasi zwei Datenbankinstanzen mit zwei Transaktionen. Wenn man dann einmal einen Rollback macht, dann funktioniert der Rollback halt nicht für alles. Über verschiedene Workarounds haben wir das Problem dann gelöst, aber quasi diese Lazy-Geschichte, die funktioniert ein bisschen besser. Genau, da man das Lazy-Zeug halt wirklich, wirklich, wirklich in selbst schreiben will, sollte man eben die Proxy Manager Lib von Marco verwenden. Weil, wenn man ein Problem hat, kann man den Marco anhauen und wenn man ihn so lange nervt, dann fixt das auch irgendwann. Außer er ist so genervt von einem selbst, dass er sich tut, aber das ist alles. Genau, also diese Proxy Manager Lib, die kümmert sich um alles Mögliche, was eben mit Proxys zu tun hat. Genau, was passiert im Hintergrund? Im Endeffekt wird da Code generiert, der so ähnlich wie hier aussieht. Das ist quasi 1:1 von Marcos Webseite kopiert. Es gibt so eine Lazy Loading Value Holder Factory, es gibt eine Initializer Callback Function und eben die Factory erzeugt dann den Typ Product Service und übergibt diese Initializer Funktion, die dann zum ersten Mal gerufen wird, wenn ich quasi eine Methode aufrufe. Und der Initializer erzeugt dann quasi eine konkrete Objektinstanz und gibt die entsprechend zurück. Das heißt, so wird quasi beim ersten Call, den ich mache, diese richtige Dependency erzeugt und jeder neue Call wird dann einfach redirected. Also alle Methoden, die ich rufe, werden dann entsprechend an den Product Service delegiert. Nachteil von dem Ganzen funktioniert natürlich nicht mit Final Klassen. Weil was das Ding entsprechend macht, ist, es erzeugt eine neue Klasse, eben mit diesem riesen MD5-Hash-Gedöns, die extended quasi jetzt in dem Fall an den Product Service. Geht nicht anders, weil PHP. Genau, aber ansonsten funktioniert das. Vorletzter Marker, den wir haben, wir können einen Scope definieren, Request oder Session. Der Unterschied ist, wenn ich einen Scope auf Request setze, was der Default-Wert ist, dann bekomme ich jeweils eine neue Instanz von diesem Product Service für jeden neuen Request. Aber dann quasi während eines Requests quasi immer die gleiche Instanz. Außer ich setze es nämlich nach Force. Setze ich das ganze Ding auf Session, dann habe ich die Möglichkeit, quasi alle diese Session Beans abzugreifen und irgendwie zu persistieren. Also entweder selbst tatsächlich in die Session zu hauen oder in Memcache oder in Redis oder in was auch immer. Und die halt beim nächsten Request auszulesen, dann sind die wieder da. Da Disco eben ein DI-Container ist und kein Session-Handling-Gedöns, haben wir noch etwas außen rum gebaut, um eben auf diese Session-Beans zuzugreifen und die entsprechend persistieren zu können. Beziehungsweise ihr könnt das tun, so wie ihr es wollt. Wir brauchen dazu eben so ein Bean-Factory-Configuration-Objekt. Das injecten wir eben als dritten Parameter. Und am Ende vom Request kann ich hier einfach sagen, okay, config get install und dann kriege ich quasi alle gespeicherten Session-Beans und kann die serialisieren, kann die in die Session reinhauen, dann ist gut. Und dann bei
nächsten Request oder wenn der Request beginnt, macht einfach ein Unserialize und setzt eben das Ganze wieder in diesen Konfigurator zu. Und dann sind die Instanzen wieder da, so wie sie sind. Und sobald ich quasi eine Instanz raushole und auf dessen Dependencies zugreifen will, dann kommt eben auch wieder die Annotation Refactory ins Spiel und erzeugt sich die Instanz neu, basierend auf der Konfiguration. Genau für den Teil brauche ich diese Registry, weil das läuft halt komplett außerhalb von dieser Annotation Refactory und ich komme da quasi nicht drauf. Oder zumindest nicht einfach drauf. Genau. Und das letzte Ding trifft jetzt quasi deine Frage, kann ich halt Alias definieren? Ja, ich kann es. Gibt dann einfach so ein Alias. Weil, wie sich herausgestellt hat, eigentlich eine ziemlich coole Idee, so eine Config-Klasse zu nehmen und die Methoden zu nehmen, hat nur einen blöden Nachteil. Man ist relativ beschränkt, was so Methodennamen angeht. Also ich kann zum Beispiel keinen Punkt in den Methodennamen machen, ich kann keinen Backslash, ich kann keinen Hash. Ich glaube, eine Methode darf auch nicht mit einer Zahl anfangen, sondern muss mit einem Buchstaben anfangen. Man ist da sehr beschränkt. War mir aber tatsächlich nicht bewusst, bis ich mal angefangen habe, SendExpressive und Disco zu verwenden. Und die SendExpressive-Jungs ja quasi hier immer schön mit ihren Interface-Identifiern arbeiten und dann entsprechende Backslashes haben. Und da hat es natürlich wunderbar geknallt. Der Quickfix war zu sagen, okay, ich strippe einfach aus diesen, Bean-IDs quasi alles, was hier nicht valider Name ist. War eine ziemlich clevere Idee, aber dann doch ziemlich doof. Von daher bin ich dann doch dazu übergegangen, eben zu sagen, wir haben ja so ein Alias und haben einfach eine Map, wo wir eine Auflösung machen. Was im Moment noch nicht geht, was ich einbauen will, ist ein bisschen ungünstig, wenn ich hier einen Identifier verwende, den es tatsächlich gibt, also tatsächlich einen Namespace, kriege ich hier halt auch kein Autocomplete. Also über das, was ich vorhin gerundet habe, komme ich hier wieder ins gleiche Problem. Die Idee ist auch zu sagen, ich habe hier so ein Placeholder, irgendwie sowas wie Self oder List oder sowas oder Teil, der einfach hier den Typ dann einfach nimmt und dann hier als Alias dann setzt. Das ist so mal meine wilde Idee in dem Fall. Alright. Ja. Kurzfristige Frage nochmal. Du hattest es ja angesprochen, dass du den mit. Für die Annotations, welchen Part hast du verwendet? Doctrine. Und der sorgt sozusagen dafür als Plugin, dass du den Alias auch tatsächlich in der Autocomplete drin hast, oder was? Also nur das Keyword-Alias, aber quasi dann nicht den Klassennamen. Das ist quasi genau das Problem. Also den muss ich halt wirklich hardcoded selbst reinschreiben. Okay. Was dann doof ist. Also ich glaube es zumindest nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist so geraten. Genau, aber es gibt natürlich Leute, die eben kein PHP-Store verwenden und kein cooles Plugin. Genau, von daher sind die Ideen, mit so einem Identifier zu arbeiten und dann quasi einen Lookup zu machen über den Lutschmann-Teil. Alright. Genau, und dann kann ich entsprechend eben sagen, Refactory get Product Service und dann get Identifier with Namespace und dann kriege ich quasi zweimal die gleichen Sätze. Problem solved. Ich kann auch so ein Alias an eine Protected Bean klatschen. Das ist kein Problem. Ich mache dann das Gleiche, was die Symphony-Jungs machen. Der Alias ist public, aber eben dieser primäre Bean-Identifier-Database eben nicht. Das heißt, das ist aber gar nicht klar. Das ist so die Unterscheidung. Seit Version 0.5 supporten wir sogar Primitives. Lange Zeit gar nicht daran gedacht, dass man vielleicht auch Primitives braucht. Dann angefangen, eben Disco und das Slim Framework mal zusammenzuführen, weil Slim Framework eben auch Container Inter unterstützt. Und die Slim Jungs brauchen ein Konfigurationsarray, was im DI-Container ist, um es an den verschiedensten Stellen abzufragen. Und in dem Fall konnte ich mir relativ einfach behelfen bei Array Access, also einfach ein Objekt implementiert, was Array Access implementiert und dann das gefaked. Habe dann im Nachgang tatsächlich dafür gesorgt, dass wir auch alle primitiven Datentypen supporten, also Arrays, Callables, Float, In, String, Bool, glaube ich. Ja. Genau, einfach den Returner definieren, den richtigen Typ zurückgeben und dann ist gut. In dem Fall werden natürlich ein paar Steuerflex ignoriert, also die Sache mit Singleton, Non-Singleton funktioniert in dem Fall natürlich nicht, ist halt per se irgendwo ein Singleton. Lazy ist in dem Fall natürlich auch totaler Quatsch. Und was war das dritte? Der Request Scope, der funktioniert ja auch nicht. Was aber funktioniert, ist der Alias. Genau. Was man dann auch machen kann, ist so ein bisschen
von der Brust durch das Auge nach vorne. Ich kann aus der Konfiguration eben hier jetzt den Namen jetzt auslesen, Disco, übergebe den hier als Methodenparameter und übergebe den dann quasi zurück und kann dann über Disco dann zurückkommen. Also wenn ich tatsächlich Teile der Konfiguration brauche an irgendwelchen Stellen, dann kann ich mir da behelfen. Bisschen fies, aber funktioniert. Es kommt der Slider, vor dem ich die meiste Angst habe. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Es ist total cool, wenn man so eine Konfigurationsklasse hat. Für eine kleine Applikation. Wenn man so eine mittlere Applikation hat und dann so mehrere hundert Methoden hat in dieser Konfigurationsklasse, dann denkt man, das ist irgendwie doof. Ich versuche, dass meine Applikationsklassen klein überschaubar sind und meine Konfiguration ist, ich brauche eine Lösung. Die Idee war immer zu sagen, okay, ich will nur eine Konfigurationsklasse haben, mit der Disco arbeitet, weil ich halt diese Naming-Clashes von Methodennamen halt vermeiden will. Also ich will mich da irgendwie nicht drum kümmern auf Disco-Seite, das soll halt irgendwie anders funktionieren. Ich habe lange überlegt, was kann ich machen, und dann ist mir irgendwann eingefallen, aha, wir haben ja Traits. Traits sind in dem Fall super. Und war gespannt. Genau. Was kann ich machen? Ich kann halt irgendwo jetzt in meinen Namespace eben Traits anlegen. Die brauchen jetzt erstmal nicht unbedingt diese Configuration-Annotation. Könnt ihr drauf machen, das ist vollkommen bewusst. Dann definiere ich halt meine Methoden, muss diese Admin-Annotation dran klatschen und in meiner Konfiguration sage ich dann aber nur, hey, ich muss diesen Product-Size, den ich dran definiert habe, und dann ist gut. Und dann kann ich entsprechend alles machen, was ich halt mit diesen Traits machen kann in PHP. Ich kann Methoden umbenennen, ich kann die exkluden, ich kann die überschreiben. Wie jetzt in dem Fall, ich nutze diesen Product-Slice, aber ich habe halt meine eigenen Product-Slice hier nochmal definiert, der halt diesen Custom-Product-Slice und dann überschreibt. Und Disco selbst, das ist vollkommen egal, oder beziehungsweise der Reflection-API, das ist vollkommen egal, die kriegt am Ende halt nur irgendeine Klasse zusammengebaut vom PHP. Parser, Compiler, wie auch immer, die halt einfach korrekt ist und die nehmen wir und wir arbeiten dann drauf. Genau. Was heißt, in unseren Projekten sieht es eigentlich immer so aus, wir haben so auf Root-Ebene halt die Konfigurationsklasse und in dem Fall nennen wir das halt Slices, nennen es Plugins, nennen es Module, nennen es Bundles, nennen es whatever und da liegt halt immer so ein Config-Trait drin und der wird halt einfach included in der Konfigurationsklasse. Und so kriegt man es eigentlich ganz gut hin, dass die Konfiguration überschaubar ist und man es entsprechend managen kann. Kleine Warnung, wenn man das Ganze in einer Vacant-Box betreibt und über diese Samba-Share-Geschichte laufen lässt, dann kann es relativ langsam werden, wenn man relativ viele Traits hat, weil da die ganzen Klassen geladen werden, oder die ganzen Traits geladen werden müssen jedes Mal. Aber da sage ich gleich noch was zum Caching. Fragen dazu soweit? Alles cool? Sehr gut. Letzter Baustein in der ganzen Kette, der Beam Host Processor. Auch wieder so eine Sache, die ich aus Spring Framework geklaut habe. Mit dem kann ich das machen, was man gemeinhin als Interface Injection benennt in DI. Das heißt, ich habe irgendwie ein Marker-Interface, das ich an meine Klassen hänge und will halt jetzt ohne explizite Konfiguration halt irgendwas machen. In dem Fall, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, die Idee, ich habe halt so eine Datenbank-Connection und ich kann aus irgendwelchen Gründen halt dieses Charset nicht direkt setzen, wenn ich eben diese Instanz erzeuge, sondern ich will es halt im Nachgang machen automatisch. Deswegen habe ich mir selbst gebaut eine Database wie Charset Postprocessor. Das Einzige, was ich machen muss, ist, ich muss die Methode mit dem Add wie Postprocessor Dings annotieren und dann erkennt Disco das und registriert die Annotation bzw. den Postprocessor intern und dann ist alles gut. Genau, das Ganze funktioniert natürlich auch wieder in Kombination mit den Parametern. Das heißt, ich kann aus der Konfigurationsdatei jetzt hier oder aus der Konfigurationsarray die Charset auslesen. Gibt es hier injected, kann es hier weitergeben, dann ist es gut. Also das ist auch machbar. Genau. Wie sieht so ein Postprocessor aus? Im Endeffekt muss man nur dieses Beam Postprocessor Interface implementieren, was genau quasi diese Methode bereitstellen muss, Postprocess. Zwei Parameter, einmal Beam, das ist die Instanz, die gerade erzeugt wurde, und Beamname, das ist quasi dann der primäre Name, der Methodenname dieser. Und dann kann ich hier unten machen, was ich will. In dem Fall gucke ich jetzt einfach, hey, wenn diese Beam von Typ Database ist, dann rufe ich jetzt einfach die Charset-Methode mit dem Charset, was in die Konstruktion reinkommt. Und das ist quasi Interface Injection der Disco-Way. Genau. Wenn man Disco in der Entwicklung betreibt, dann kann das relativ lang
weil wir quasi bei jedem Request uns die Konfigurationsdatei anschauen, den Zwischencode generieren, das heißt, wir machen ein bisschen Reflection Magic, wir lassen den Proxy Manager von Marco genug Magic machen, dann kommt halt so eine Konfiguration raus. Das ist für die Entwicklung okay. In Production ist es irgendwie doof, wenn das bei jedem Request passiert. Deswegen kann ich hier im Proxy Manager also einen Autoloader definieren. Das Ganze eben hier gerappt dann über unser Konfigurationsobjekt. Das heißt, ich definiere hier so einen Proxy Manager Autoloader Autoloader. Der bekommt einen File Locator. Einfach hier so, hier ist das Temp Directory, knall da die Files hin und so einen ominösen Class Name Interflector. Und dann wird der Proxy Manager, wenn die cached Konfigurationsdatei nicht existiert, die anlegen, beziehungsweise wenn sie existiert, quasi direkt laden und dann wird die ganze Reflection-Logik übersprungen und deutlich schneller. Genau. Die Konfiguration übergebe ich halt wieder standardmäßig an die Refactory und dann ist die Bergschält, wie wir in der Pfalz sagen. Cool. Wer sich jetzt anschauen möchte, wie das ganze Disco-Zeugs gebaut ist, das ist das Repo mit Expert Disco. Wer gucken will, wie Disco in Action funktioniert, es gibt ein Disco-Demos-Projekt, wo ich einfach mal Disco mit Send Expressive, Disco mit Slim und Disco mit Icehawk in Kombination gebracht habe. Also da einfach mal reinschauen, dann bekommt man ein Gefühl dafür, was man machen kann oder machen muss. Ansonsten gibt es ein paar coole Artikel im Blog von SidePoint. War irgendwie vor längerem halt mein Artikel Fresh Look at Dependency Injection. Ich habe das irgendwie gesehen auf PHP Today, dieser News Aggregator Website, und dachte mir, ja, interessanter Titel, ich lese den Beitrag mal. Und dann habe ich so die ersten Zeilen gelesen und dann stand da tatsächlich irgendwas von Disco und ich dachte, wer benennt denn seine DI-Library Disco? Moment, das ist meine. Und ich habe die Jungs gefragt, ob ich irgendwie den Titel für den Vortrag verwenden kann, und sie waren dann total cool und genau, deswegen mal vorbeischauen, mal lesen, dürfte noch aktuell sein. Und im PHP Architect Magazin in der September-Ausgabe vom letzten Jahr hat Matthew Setter, den ihr vielleicht kennt von Master Send Framework, von dem Blog, auch einen Artikel dazu verfasst. Da steht von Now quasi das drin, was ich jetzt die letzte halbe Stunde oder so erzählt habe. Wenn ihr es so geil findet, dass ihr drüber bloggen wollt, gerne dann gerne Link zurück an mich, dann kann ich es hier entsprechend einfügen. Genau, Roadmap. Documentation. Zum Glück konnte ich es heute streichen, weil ich gestern gerade einen Pull-Request gemerged habe, um die Dokumentation besser zu machen. Auch dank Matthew Setter, der hat da ein bisschen mitgeholfen, das Ganze irgendwie ein bisschen zu optimieren. Nächster Punkt, der unbedingt auf der Roadmap steht, ich will Disco in den Send Expressive Installer reinbringen. Kann ich endlich tun, weil die irgendwie die Architektur gerade geändert haben und mittlerweile ganz happy sind. Von daher ist das jetzt noch der nächste große Plan. Ich würde gerne Support einbauen eben für PHP-Storm, für dieses Meta-File. Das heißt, da kriege ich dann quasi hin, wenn ich die GET-Methode rufe, dass PHP-Storm zumindest den Typ kennt und mir die Autocompletion vorschlagen kann. Kleiner Hack zumindest dafür. Wenn irgendwann dieses Service-Interop-Project so weit ist, dass sie sagen, okay, das jetzt irgendwie verwenden, dann würde ich es auch gerne einbauen. Keine Ahnung, wann das sein wird. Eigentlich der größte Punkt, vor dem ich mich am längsten schon drücke, ist eben da der Support für Custom Annotations. Das heißt, ich will eigentlich jedem die Möglichkeit geben, beliebigste Annotations eben in der Konfiguration verwenden zu können. Dass ich sowas einbauen kann wie Add Route und da irgendwie die Routen definieren kann oder dann Add LACL, Security oder was auch immer für so Security-Geschichten. Und dann im Hintergrund irgendwie Code generiert wird, der dann irgendwie in meine Konfiguration halt reinkommt und ich dann irgendwas damit machen kann, das entsprechend funktioniert. Lange Zeit hatte ich da keine Idee dafür, was ich da machen kann, aber mittlerweile habe ich einen guten Ansatz. Ich brauche nur eben die Zeit. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, das war's von mir. Habt ihr noch Fragen? Ah, ja. Für mich ist Dependency Injection in der Größenordnung über Container zu arbeiten ein komplett neues Thema. Okay. Und ich meine, ich würde jetzt dich persönlich fragen, aber da ich nicht weiß, ob es nur mir so geht oder nicht, frage ich jetzt gleich mal hier am Ende. Sehr gerne. Ab wann oder in welchem Fall ist es notwendig, tatsächlich das auch so interoperabel zu gestalten, um zum Beispiel zwischen Z-Framework und Doctrine halt Container hin und her schieben zu können? So nenne ich es jetzt mal. Ich meine, ich habe eine Dependency Injection bisher ganz normal gut genutzt, und ich habe einfach eine Struktur auf der Setter halt genutzt, kann ich zum Beispiel was einfügen, und meinetwegen mit Factories arbeite. Mhm. Oder Klassen, die mir halt eben schon in der Konfiguration geben, auch nicht versteht. Gerade noch nicht den Anwendungsfall, um so einen Container zu bauen, vor allem auch zu gewährleisten, wenn ich jetzt eine Dependency habe, wo ich dachte, das ist doch ein bestimmtes
nehme ich jetzt mal Send, irgendeine Send-Database-Adapter, kann ich natürlich dem keinen Symfony-Adapter, Database-Adapter geben. Wo setzt das ein, wo brauche ich das? Sehr gute Frage, du bist der Erste, der das fragt. Deswegen mal Lob von meiner Seite. Wo brauche ich das? Naja, also du solltest dich vielleicht jetzt nicht mal so auf diese Frameworks fokussieren, aber angenommen, du brauchst jetzt irgendeine Library. Keine Ahnung. Ein HTTP-Client, whatever. Und du hast da verschiedenste Klassen, die du halt bestimmt konfigurieren musst und das halt anderen zur Verfügung stellen willst. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du meine Library nutzt, liest die README, da steht alles drin. Ist jetzt vielleicht nicht die cleverste Antwort. Da macht es natürlich schon Sinn, dass du sagen kannst als Library-Autor, hey, das ist so eine Standardkonfiguration, die kannst du quasi in deinen DI-Container reinziehen und dann rufst du aber nur HTTP-Client auf als Key und dann kriegst du halt genau dieses Ding halt so konfiguriert, dass du mit arbeiten kannst. Also dafür wäre es halt ein Use Case. Es ist eher unwahrscheinlich, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier so ein Symfony-Bundle geschrieben, ich will das halt 1:1 in Send reinkriegen. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn du halt losgelöste Libraries hast, die halt irgendwie konfiguriert werden sollten, was ja meistens irgendwie der Fall ist, also wenn du halt eine mittelmäßig große Library schreibst und du halt nicht willst, dass irgendwie jeder halt den kompletten Code lesen und verstehen muss, um halt zu wissen, wie man das halt zusammensteckt, dafür macht es schon Sinn. Also einfach Teile von Use Cases, die immer wieder auftauchen, zusammenzufassen. Im Endeffekt schon, ja, genau. Genau. Eine Frage zu Performance. Ja, sehr gerne. Bei der Ralf hat es vor uns angerissen, nur wie sich das jetzt im Produktivmodus mit Caching versus den anderen Verhalten. Mhm. Ist ja das schon mal gemessen? Ja, habe ich. Also der Benchmark, den der Ralf gezeigt hat, ist tatsächlich relativ alt. Es gibt dann ein anderes Projekt, das habe ich tatsächlich vergessen, wie es heißt. Einfach mal die DI-Benchmarks suchen, das findest du bestimmt irgendwo auf GitHub gehostet. Da werden so die ganzen aktuellen DI-Container verglichen. Disco ist da eher mittelmäßig, wobei man sagen muss, der Benchmark ist schwierig. Also er macht natürlich schon Sinn, aber da rufen sie irgendwie, glaube ich, 10.000 Mal die Instanzen ab. Ja, das ist halt für eine normale Applikation, glaube ich, eher unrealistisch. Wo tatsächlich die Performance extrem leidet bei Disco, und ich weiß noch nicht genau warum, ist die Sache bei den Singletons. Also wenn du wenn Disco die Prototype-Instanz, also jedes Mal eine neue Instanz abruft, dann war das Ding irgendwie super schnell, irgendwie Top 3 oder Top 5. Sobald du es quasi umswitcht auf den Singleton-Modus, war das irgendwie eine letzte oder vorletzte oder sowas. Wo ich noch nicht genau weiß, warum. Also ich habe eine Vermutung, aber ich weiß noch nicht genau, warum das passiert. Sagen wir so, wir haben es jetzt für verschiedene Projekte im Einsatz bei unseren Kunden und das ist extrem, also wir merken es, also gut, wir haben jetzt keine Hochlastseite wie ihr vielleicht, von daher kann ich jetzt nichts sagen in dem Bereich, aber für normale Applikationen merkst du das überhaupt nicht. Also wenn das Caching aktiv ist, ist es in ein paar Millisekunden alles da. Sagen wir mal, ein Aspekt, das ist, Performance ist ja ein Aspekt. Hm. Richtig, genau. Sonst noch Fragen? Eine wäre noch frei. Wie würde denn jetzt Disco als Service-Provider agieren? Also wir von Proof haben ja genau das Problem, was eben besprochen wurde, eigentlich eine Framework-unabhängige Library, die sehr stark konfiguriert werden muss. Das heißt, wir haben auch extrem eigentlich die PSR11-Diskussion verfolgt. Und ich habe immer mitgelitten, so wie du, dass ich das dann verlaufen hat in irgendwelchen komischen Service-Locator-Ja-Nein-Diskussionen und so weiter, wo ich immer mit dem Kopf geschüttelt habe. Ja, aber genau dieser Aspekt, wie würde man das, oder was kann Disco unterstützen im Punkto halt eine Library in ein Framework integrieren über einen Disco-DI-Container? Also zum jetzigen Zeitpunkt eher gar nichts. Teilweise ist Disco dann eher hinderlich, also das habe ich halt gerade gemerkt, als ich versucht habe, eben Send Expressive und Disco zu kombinieren, weil ich muss quasi erstmal den Send Expressive, also beziehungsweise den Send Service Manager Code verstehen und muss daraus quasi dann meine Konfigurationsklasse bauen, also muss quasi beide Welten irgendwie kennen. Das war so ein bisschen auch das Problem von Matthew, als er den Artikel geschrieben hat, weil er hat es erst versucht mit Slim, da hat es nicht funktioniert, weil ihm nicht ganz klar war, was er wie zusammenstecken muss. Und dann hat es mit Send Expressive probiert und dann gab es da auch Probleme. Also gerade wenn du sowas willst, ist im Moment noch ein bisschen schwierig.
Genau, von daher ist es eher kompliziert. Ich weiß noch nicht genau, wie diese Service-Interop-Geschichte, wie das tatsächlich später mal funktionieren soll. Also im Idealcase hättest du halt irgendwie einen Hook in Composer, da weißt du eben, das Paket wurde installiert, dann checkt dieser Hook halt, Achtung, gibt es da irgendwie so eine Config-Klasse oder so, das sind Klassen, genau. Und würde die da halt irgendwie bei Disco registrieren irgendwo und dann wäre die ganze Magic gegessen. Aber das sind halt erstmal nur so wilde Ideen, also tatsächlich auch noch nicht wirklich Ahnung, wie das genau. Ich bin auch nicht ganz happy, wie das ganze Zeugs gerade mit diesem Service Provider Container-Dings da aussieht. Ich finde es schwierig. Ich versuche die ganze Disco-Geschichte da reinzuschmeißen, aber das Feedback war dann so: Ah, Annotations, nein! Okay! Also ist das tatsächlich relativ ähnlich zu dem, was wir machen, außer dass es quasi irgendwie eine Methode gibt, die quasi alle Dependencies irgendwie zurückgibt. Das ist so ein bisschen, naja, kann man sich jetzt streiten, ob es gut oder schlecht ist. Aber das wäre wahrscheinlich so mein Vorgehen, was ich gehen würde: halt wirklich so ein Composer-Script halt anzubieten, was du dann halt in deine Konfiguration reinnehmen müsstest, dass es halt funktioniert. Problem ist halt wieder auch, das musst du halt manuell machen, weil ich kann ja quasi nicht die Root-Composer-JSON irgendwie verändern, also beziehungsweise die Skripte müssen ja in der Root-Composer-JSON laufen, sonst funktioniert es nicht. Das ist tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen ein Ding, wo man überlegen muss, wie es funktioniert. Aber tatsächlich ein weiter Weg noch. Ja, ich glaube auch, ja. Aber zumindest reden wir schon mal drüber und zumindest heißt nicht, der Root-Dafel ist doof, der hat ja keine Ahnung. Also von daher schon mal Teilerfolg. Ja. Sollte nicht eigentlich Puli das Problem mal lösen? Ich weiß, was daraus geworden ist. Ja, also tatsächlich habe ich da auch noch nicht wirklich so den Blick gehabt. Aber also ja, das macht irgendwie viel oder alles, aber irgendwie soll es ja auch sowas lösen. Tatsächlich ist mir nicht ganz klar, was es genau macht und wie es genau ist. Das habe ich auch auf meiner To-Do-Liste schon seit längerem, um es mal genau anzuschauen. Ja. Ich habe da, glaube ich, im letzten Jahr auch einen Vortrag gesehen vom Dirk Mozart, wie auch immer heißt, Bernhard Schussek. Ja. Genau. Ja, cool. Löst, glaube ich, auch einen Teil, aber ich glaube nicht, dass es alles löst. Also es macht, glaube ich, auch nur einfacher, auf die Ressourcen zuzugreifen, dass du halt nicht die Pfade halt explizit kennen musst. Ja, müssen wir schauen. Genau. Aber guter Hinweis. Noch jemand? War's verständlich? Okay, cool. Das zeigt, dass ich dann doch ganz gut bin, was den Vortrag angeht. Genau, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne an meine E-Mail schreiben oder mich auf Twitter anhauen. Ich helfe gerne. Schaut es euch gerne mal an, das Projekt. Ich freue mich über Feedback. Im Moment gibt es da relativ wenig. Vielleicht stimmt es ja, was ich behaupte. Vielleicht stimmt es total nicht. Und ihr seid alle happy mit dem, was wir so machen, was die AI angeht. Feedback, welcome. Dankeschön.